Jetzt erstmal tryharden. Also Cassio als Champion passt auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut gegen alle Champions des gegnerischen Teams. Jetzt ward ich hier erstmal schnell ab und werde dann. Ah, ich habe gar kein Ward. Dann blind. Dann blind. Blind, 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 blind. Oh shit, er ist noch gar nicht hier, ey. Jetzt habe ich 2, 3 CS verpasst erstmal. Krieg ich noch die Erfahrung, yes. Kleiner Freeze gegen mich. Aber Ryze will jetzt back seine Träne kaufen. Wait, Sejuani ist Level 2? Was hat die denn getrieben? Komplett neutral gefreezed. Jetzt momentan. Und er wird TP'en. Fuck, ich hab noch nicht genug für eine Träne. Gut, dass mir das aufgefallen ist. Oh, snap. Sejuani hat keinen Pull bekommen nach dem Invade. Das macht Sinn. Stimmt. Da war ja was. Boah, zum Glück habe ich die Träne noch zusammen. Amun war aber auch erst Level 3 und low. Als er mich gerade gegankt hat. Wir haben immer noch mehr CS als Ryze und das, obwohl wir 3 geopfert haben und er jetzt einpushen kann. Aber er ist trotzdem noch zu gut dabei durch sein TP. Hier wäre zum Beispiel auch TP richtig effektiv gewesen, wenn ich es gehabt hätte. Habe ich überhaupt 2 Punkte in der Q, aber good job, Seju. Oh Gott. Good job, 2-2. Ich bin sehr gespannt, was das Top-Lane-Matchup angeht. Ich hoffe, wir haben diesmal nicht so einen jemanden, der viel schlechter ist als die Gegner. Ja, Momo war Bot, hat nichts bekommen, glaube ich. Doch eine Sache. Level 4. Die Elo ist immer zu gierig mit dem Flash. Oder zu ungierig. Ich finde tatsächlich, man sollte Flash eher öfter als weniger oft benutzen.
der Rice bewegt sich echt stabil, Alter. Der Rice, der dodgt richtig. Oh, als ob ich die eine eh nicht durchbekommen habe. Der Rice bewegt sich echt gut, ey. Also wie er da an der W vorbeigedodged ist. Aber die meisten Smurfs gehen in die Mitte. Von daher finde ich es auch gut. Dann kann ich ihn gleich selber zerstören. 10 mehr CS momentan. Amumu scheint auch etwas Props zu haben. Das Ding ist, man kann Rice so schlecht einschätzen, weil er hat eigentlich. Hat er nicht mehr so viel Mana, das ist der Momo. Ja. 885 bräuchte ich schon noch, das ist eine K-Mini-Wave. Könnte wieder TP haben, deswegen kann ich eigentlich hart pushen. Oder nee, noch dürfte er kein TP haben. In beiden Gebüschen ist keine Sicht. In beiden fucking Gebüschen ist keine Sicht, Alter. Und Seju hat nicht mal ihre Ult eingesetzt. Na, hat nicht reagiert. Seju fightet bad. Ich werde reingebaitet. Keine Vision. Guys, play fucking smart. Use ults. Place wards. Es gibt mir den Blue. Guck mal, der Rice, wie er versucht, predicted noch. Schubst doch Xayah gegen die Wand! Was ist mit dir da?
Das ist ein harter Kampf, ey. Sejuani hat immer noch ihre Ult. Ich konnte kein Ignite draufziehen, weil er zu weit weg war. Jetzt geht das wieder los. Unglück des Todes. Naja, wir stehen immer noch positiv, aber mein Team arbeitet erstmal noch hart gegen mich. Ich habe jetzt geschrieben, fight around me please, later we can fight around Wayne. Ich habe jetzt gesagt, die sollen um mich herum spielen. Auch ihre Ults benutzen, um zu peelen oder überhaupt benutzen. Na gut. Der Garen war auch erstaunlich tanky, ey. Ich freue mich schon auf mein Realize. Der Trade war besser. Ey, hab ich meine Flash-Ult-Kombo verkackt? Ich hätte nicht gedacht, dass der Ryze so lange wartet, bis er kommt, to be honest. Ich habe jetzt geschrieben, well played Sejuani, we win like that. SS. Das Gute ist, unsere Wayne farmt auch langsam und fröhlich. Vielleicht schaffe ich es noch. Na, okay. Jetzt werde ich schneller. Amumu müsste kein Flash mehr haben. Chillig. Ich habe es nicht geschafft einzukaufen. Midlane Tower ist down. Zum Glück gibt er keine Platten mehr. 5-2-1 Cassio! Sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man nicht so meckern. Nasty Gym. Ganz selten spiele ich auch mit Zuschauern. Auf jeden Fall. Für Kaienwerfer, danke für die Dono! Always carry. Danke fürs Followen. Vielen Dank für Keimwerfer.
Freue mich, dich wiederzusehen. Double Kill. Schöne Ult auf dem ADC. Das brennt natürlich. Wenn man so den ADC trifft, dann muss man den auch umbratzen. Shut down. 2,50 bin wieder voll. Die Träne ist auch voll. Pink Ward ist weg. Dann kann ich hier 9 stellen. Den clearen. Jetzt ist der gegnerische Red Buff vielleicht da. Unser Blue Buff. Amumu ist recht geschwächt. Wenn wir Glück haben, will er sogar noch den Blue Buff. Ich habe keine Ultimate. Vielleicht will Xayah auch noch den Buff haben. Xayah hat keine Ult momentan. Die will auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall kommen. Ich habe, oh shit, ich habe noch keine Ult. Der Plan ging auf. Let's Rank ist oben. Der konnte nicht mehr punchen. Schade. Und da kommt der Gnar, der nicht erstmal direkt R drückt. Der hätte die. Aber okay, da kommt der Rest der Rasselbande. 9-3-1. Realize is ready. Holy shit, wir sind echt fett. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Pen. Wollen die pushen? Wird denen echt geschenkt gerade. Sejuani macht's genau richtig. Schöne gut Zeit. Sejuani ist der beste Mann. Oder die beste Frau in der Runde. Mega gute Double Ult Combo. Der Slow Wayne Condemn. Fucking well played. Immer 3 klauen. Dann neues Gift. Vielleicht kann man auch 4 machen, ich weiß es nicht. Aber 4 müsste auch gehen. So schnell geht Nashor. Oh fucking yeah. Scheiße, die Wayne ist alleine, die hat kein Peel. Ne, wir müssen, glaube ich, back. Litrin kann nichts machen gegen Ryze. Es ist jetzt die Frage, ob Wayne es machen kann. Aber nicht zu Ryze. Der Mega-Gnar. Stein, wo ist der Stein? Und. Gönnen, den Drachen.
Safe Nasher Buff. Damit wir noch pushen können. Ich habe den Rakan gebürstet. Ich hätte nicht erwartet, dass da alle vier sind. Feels bad. Wäre ich da nicht gestorben, wäre es auch nochmal ganz anders ausgegangen. LOR. Da ist der Ryze. Der Ryze hat Full Magieresistenz gerade. Cassius Lauftempo. Keine Ahnung, warum Sejuani ihre Ulti nicht benutzt hat auf Garen. Dann hätte ich ultien können und vielleicht richtig hart durch DPSen. Ich weiß nicht, warum die mich nicht saven. Das, jedes Mal sterbe ich, wenn mein Tank daneben seine Ult nicht einsetzt. Garen hat auf mich geflasht, schade. Blitzcrank, was war das denn? Du kannst doch nicht in den Minion reinhucken, einfach so straight. Der stand genau vor deinem Gesicht. Da hättest du chasen können, Blitzcrank. Er baut auch erstmal eine Gauntlet. Ja, Gnar, Sejuani und Blitzcrank scheinbar. Jetzt hätte ich jetzt nicht gehofft, also nicht erwartet, dass Sejuani das auch nochmal durchzieht. Aber wenn die so ignorant sind, dann ist es natürlich für die Gegner leichter, mich zu töten. Ob ich will oder nicht. Ich sag doch, just follow me. So, ihr könnt es gar nicht lesen. Ich hab gesagt, just follow me. Aber die Wayne hat's auch genau richtig gemacht. Auch hier, der Blitzcrank muss nach vorne laufen und den Garen hocken. Weil die Wayne, man sieht doch, die Wayne wartet eigentlich nur darauf. Oh, Rakan Flash und Amumu Flash. They will nasher.
Fucking Double Flash für mich, Alter. Fickt euch doch. Ich überlege fast eine QSS zu bauen, weil die fokussen nur mich. Jeden Fall, jeden Fall. Auch hier so. Die sind auf mich statt auf Wayne. Egal, die haben wenigstens beide ihre Flashes raus und in dem Sinne. Guter Ward. Ich muss jetzt einen Rabadon spawnen, damit ich durchdrücken kann. Ja, Wayne und ich sind da so am Rasieren, Alter. Wayne und ich sind gerade so am Rasieren. Können wir überhaupt enden? Nein. Wollen die enden? Boah. In 15 Sekunden schaffen wir es nicht zu beenden, deswegen machen wir lieber den Nash. Die Wayne ist auch definitiv höher als die Elo. So wie die spielt, ja. Bin ich froh, dass ich eine 4-Mann Cassio-Ult gemacht habe. Dann ist auch viel Zeit, dass wir rausgeholt haben. Ich habe jetzt geschrieben, Group Botlane S5, we have super minions in mid. Ja, sehr risky, den Ward zu platzieren. Den Pink Ward hätte ich gerne ein Gebüsch weiter. Alright, wir sind gar nicht da, Alter. Okay, im Endeffekt war es in Ordnung. Das Gift kommt gut. Blitzcrank! Ey, das kann nicht sein, ey. Einmal richtiges Timing, please. Krieg den Ryze nicht tot! Okay, Nah hat den Ryze geholt. Push mit, push mit! Buff die Minions! Nar! Buff die Minions! Let's go! Let's go! Nutzt den Parent Buff, Tom! Ey, krass, die Leute sehen sowas nicht, ne? Der Gnar hätte die Super Minions buffen können mit Baron. Die hätten beide Tower gekloppt. Das ist echt so krass, wie wenig manche Leute auf der Elo wissen, ey. Warum sehe ich sowas immer instant? Warum sehe ich sowas immer instant, aber keiner von den drei... Ich pinge sogar! Ich gebe denen sogar Hinweise! Und die verstehen es trotzdem nicht. Wenn mir jemand fünfmal mein TP pingt, dann überlege ich mir doch schnell, wo kann ich TPen? Okay, das Game bleibt spannend. Denkt dran, die Promo steht 1-1, weil ich aus Versehen eine Promo mein Champ nicht eingeloggt habe. Und ich habe immer noch keinen Rabadons. Die Wayne macht definitiv mehr Damage als ich. Jetzt. Aber auch der Blitzcrank. Die Gegner sind alle am Retreaten. Sejuani wirft die Ult.
Und er läuft einen eigenen Kreis um die Seju-Ult, statt irgendwie da einen Dings zu forcen, einen Hook. Scheiße. Wait. Wait. Airboots, OP. Nah pusht. Ich würde sagen Shop und Nasher, aber wir können auch noch dancen und eventuell beenden. Das ist echt geil, diese Sutsche von Cassio. Leider auch nicht die beste Ult. Ich hätte direkt Ryze focussen sollen. Oh Gott, die Supervasallen sammeln sich! Was ein Spiel. Walkie Waffle, danke für deine 234 Bits. Und dann nochmal danke für deine 301 Bits. Always Scary Coon, vielen Dank fürs Followen. Walkie Waffle ist damit an der goldenen Spitze der Bits. Vielen Dank. Saterottle 305, vielen Dank fürs Followen. Oh, ich bin done. Ich bin done für heute. Ich war schon vor dem Game dann. Boah, war das schwitzig. Silber 1 haben wir geschafft. Morgen, wie gesagt, geben wir Gold an. Die Match History können wir auch nochmal zeigen. Für heute sind wir durch. Wenn es euch gefällt, Freunde, lasst ein Follow da. Morgen ranken wir weiter 5 bis 6 Stunden. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ein paar funny Momente. Gerade heute definitiv. Können wir noch jemanden hosten? Das ist die Frage. Wir sind zwar jetzt nicht bei 300 Zuschauern, aber vielleicht freut sich ja trotzdem jemand. Der einzige von denen, den ich gefolgt habe, ist hier. Spielt aber Hearthstone. Dann muss ich... Ah komm, wisst ihr was? Ich haus ihn trotzdem, auch wenn er Hearthstone spielt. Man kennt ihn. Also Freunde, hoffentlich bis morgen. Macht's gut.